Freunde, kannst du wieder meine Freunde? Bushido macht sich einfach um die Verkaufszahlen von dem Album von Massiv und man ist lustig. Sushido, jetzt mal ehrliche Worte, Mann. Komm mal runter, Junge. Du bist nicht mehr in der Position vor ein paar Jahren, wo du hier den krassen Macker raushängen lassen kannst. Ich bin Bushido, King Bushido. Ich hab die krassen Verkaufszahlen. Nein, hast du nicht. Du geilst dich darauf auf, dass du irgendwie aus deinem Garagen-Flohmarkt-Restpostenverkauf irgendwie da noch deine jenseits von Polizeischutz und alles Gute von Polizeischutzalben, deinen ganzen Scheiß, alten Scheiß da verkaufen konntest. Berlin auf Polizeischutz und den ganzen anderen Krempel. Darauf geilst du dich auf? Das ist uralter Krempel, das sind die Leute, die Oldschool-Fans, die dich noch feiern, die haben das gekauft. Aber das Tony Black 2 feiert keinen Mensch mehr. Also komm mal runter. Außerdem war Massiv doch dein Freund, Mann. Und sowas zu machen, ist schon echt armselig. Wenn man in so einer Position ist wie du, sagt man herzlichen Glückwunsch für den Platz, aber man gibt nicht so an, Mann. Am meisten nicht, wenn man deine Situation ist. Komm mal klar, Mann. Spiel deinen Polizeischutz und fertig. Okay, meine Freunde, das war's wieder von nun und Boss. Abonnieren, gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.